jedes Feld bitte einfach nehmen, es ist nichts drinnen. So. Also die ausgebutterte Form, was wir haben, ist nichts anderes wie Glas. Mit Butter ausgebuttert, man könnte es auch mit Papier auslegen. Aber ich habe ganz normal einfach ein bisschen Butter. Und ihr nehmt das Ganze und legt das Ganze einfach da in die Masse da rein. Gerade rausnehmen, zack, so. Also ein paar Tropfen Olivenöl drauf. Wir werden dazu ein bisschen Lavendelblüten getrocknete nehmen. Wir werden dazu natürlich auch ein bisschen Steinsalz nehmen. Oder hier dieses klassische Salz, dieses Pyramidensalz. Das geht aber auch ein bisschen grüner, weil Wiener geht genauso. So. Es ist fast immer besser beim Fleisch, langsamer zu braten. Und dann kann man hinten auch immer noch schneller braten. Es fehlt natürlich noch Farbe, der ist richtig aufgedunsen. Die Soße, schau, der ganze Geschmack von der Soße vom Anbraten ist da drinnen. Wir haben schon viel da drinnen. Und jetzt fangen wir an zu schröpfen. Schneiden wir schon mal so 2 cm richtig ein. Und das Einschneiden hat natürlich auch einen ganz bestimmten Grund. Da auf der Seite, zack, anstechen. Und jetzt müssen wir einstellen, was wir für eine Kerntemperatur wählen. Kommt jetzt natürlich sehr darauf an. Und das nächste Thema ist auch gleich nicht nur Kuchen backen, sondern das nächste Thema ist natürlich auch Geschmacksübertragung. Geht es überhaupt? Und einen Zucker braucht man auch. Man kann Süßstoff auch nehmen. Also ein Kilo Zucker. Ja, wenn euch lieber Süßstoff ist, Chemie, ihr könnt Chemie auch verwenden. Und ein Kilo Mehl. Also ich mache jetzt so ziemlich alles falsch, was man eigentlich nur falsch machen kann. Für die Kinder. Zum Vorglühen. Also geben wir da mal einen Schuss für die Kinder rein. So, ich lasse euch mal schnuppern. Das riecht wie Amaretto, das riecht wie Marzipan. Ich muss einmal rauchen, das Zeug.